Moin moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und wir spielen heute wieder Thrones of Britannia, eine Total War Saga. Ein Spiel, genau, Saga-Spiel. Ja, eine Fraktion wurde vernichtet. So, es ist wieder etwas passiert, aber nicht, dass ich sie euch jetzt da fünf Runden hätte zugucken lassen müssen. Weil ich habe einfach jetzt hier meinen König, der war hier vorne. Den habe ich einmal rumschippern lassen, weil ein Landgehen hätte noch zu lange gedauert. Im Endeffekt einmal rumschippern und ja, jetzt ist er hier. Das ist quasi vorm Angriff. Ging halt so schneller. Und das waren wirklich so 3-4 Runden. Aber wir haben ein nächstes Problem. Und zwar hat man uns währenddessen den Krieg erklärt. Und zwar die Schotten haben uns den Krieg erklärt. Ich weiß gerade gar nicht, welche Armee das ist. Ist egal. Die haben uns ja halt den Krieg erklärt und wie ich sehe, sind sie ja hier auch ein bisschen größer. Den müssen wir uns mal angucken, ob der uns freundlich gesinnt ist. Damit wir noch quasi eine Pufferzone haben, die beiden hier. Das machen wir auch gleich mal. Diplomatie. So, und zwar sind das diese komischen Fasanköpfe. Gegen die führen wir auch schon Krieg. Die haben uns, glaube ich, den Krieg erklärt, weil sie militärische Verbündete von diesen jungen Schotten. Okay, hat sich die Frage auch schon mal erübrigt. Den Staat greifen wir gleich an, dann ist der vernichtet. Wer sind denn die hier? Ah ne, G ist natürlich... Oder geht es da noch was am nächsten dran ist? Nee. Ach, Siedlung Guva. Ach so. Ich habe hier gerade nach der Siedlung gesucht und wundere mich, dass die nicht drin ist. So, das sind die. Sind uns neutral gegenüber. Wegen Ereignisse in Dublin. Ich weiß nicht, was wir mit Dublin gemacht haben. Und Abkommen mit denen. Ach, da machen wir uns auch nicht. Das war bloß Krieg gegen die Schotten führen das Marker. Können wir. Ihr seid hier nicht willkommen. Doch ich werde euch anhören. Wie nett von dir. Danke. Defensivpakt. Ein Nicht-Angriffspakt wäre toll. Ausreichend. Ich nehme an, darin steckt etwas Weisheit. Ja, jetzt sind wir ein bisschen Freunde. Weil die Schotten mögen dich auch nicht. Gegen die führst du auch schon Krieg. Hast du das davor auch schon getan? Kämpfst ja gegen fast jeden, ey. Ah, das ist wiederum beleidigend, ein Defensivpakt. Das möchte er nicht. Geld möchte ich nicht zahlen. Ich habe zwar ein bisschen, aber... Das heben wir uns doch mal auf. Na gut, dann nicht. Wir wollen Krieg. Wir haben jetzt Krieg. Damit müssen wir zu leben. So, und hier ist die Hauptstadt. Und da ist die Armee weggerückt. Auf 7 Einheiten. Ist doch schön. Dann ist halt die Hauptbasis unbewacht. Ah ja, wir müssen ja belagern wahrscheinlich. Wir führen euch zu Ruhm. Zumindest einen Rambock brauchen wir. Achso, der ist noch gar nicht vollkommen da. Geh mal da rein. Voran, Männer. Jetzt können wir rekrutieren. Wir haben 70 Korn. Die brauchen 10. Dann kriegst du nochmal Schwertkämpfer. Kosten 600. 10 Korn. Und dann gibt es noch eine einfache... Ach komm, nochmal Bogenschützen. So, ich lasse jetzt immer ein bisschen Korn übrig. Wir hatten gerade auch zwischenzeitlich einen Winter, einen harten Winter. Da ging 4 Runden. Das ging auf ein bisschen auf eine Nahrungsreserve. 10 Korn wurden abgezogen oder so. Darum lasse ich jetzt immer ein bisschen Korn übrig. Und ja... Wir schwören treuen Dienst. Die Siedlung wurde eingekreist und eure Männer sind kampfhungrig. Die feindliche Stadt ist jedoch befestigt. Es bedarf Waffen zum Sturz der Mauern. Verdammt. Bereitet euch auf eine lange Belagerung vor. Ach, ich habe nicht dran gedacht, wir brauchen Belagerungsmaschinen.
Eine Runde, zwei Runden. Ach, ist das doof. In zwei Runden sind die anderen Einheiten da. Ach, wir machen es einfach. Belagern. Was haben wir denn gehabt? Sommer oder schon Herbst? Wir machen es. In Odins Namen. Ich brauche ja irgendeinen Rambock. So, es ist Herbst. Das heißt, wir belagern im Winter. Dann verlieren wir wahrscheinlich ein bisschen Lebensenergie. Mal gucken, was daraus wird. So, die Stadt können wir ausbauen. Das ist jetzt die da gewesen. Puh, Nahrung ist immer gut. Wachen. Machen da Wachen Sinn? Ich glaube nicht. Glockenturm, was bringt der? Beobachtet. Aha, unsere Rechte. Also das Volk muss stets beobachtet werden, damit es unsere gerechte und rechtschaffende Führung nicht ausnutzt. Minus 100 Gold. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt einmalig ist oder... Nee, wahrscheinlich dauerhaft. Und ja... plus 1 ja, auf Glücklichkeit in einer Region, sage ich jetzt mal. Und plus 10% für die Kirche. Ich würde sagen, erstmal Nahrung. Plus Belagerungszeit. Achso, das macht die wieder unglücklich. Oh. Ja, komm, mache ich den Glockenturm. Die sind ja eh schon ein bisschen unglücklich. Vielleicht besänftigt der Glockenturm die. Entschuldigung. Wir gerade gegen das Mikro gekommen. Macht sie nieder, ja, würde ich ja gerne. Aber es dauert halt noch ein bisschen. So, Geld ist auch schon wieder fast alle. Der Prinz hat schon 9 Einheiten. Ja. Und schon ist Herbst. So schnell geht's. Zwischendurch muss ich mal einen Cappuccino wieder trinken. Also, ich wundere mich so ein bisschen, was trinken hört. So, das müsste jetzt auch schneller gehen. Wir sind ja schon quasi, ich glaube, seit Beginn des Spiels 4-5 Fraktionen gestorben. Muss doch schneller gehen. So, Rebellion. Ach, du kriegst die Motten. Was ist denn hier los? Das unverschämte Volk dieser Provinz hat sich gegen uns erhoben. Wir müssen sie schnell und brutal zurückschlagen. Oder zurückziehen, weichen. Ulf, Eltern. Kistil, Osk. Ah ja, habe ich ganz... Warte mal. Kistil? Ja, wir haben ein Kind bekommen. Ich weiß bloß gerade nicht, wer. Was ich auch noch vergessen habe zu erzählen. Der Herr... Cormac, der mit dem großen Einfluss, der hat sich unsere Frau, also unsere Tochter, unter den Nagel gerissen. Ich hätte es nur verhindern können auf Kosten von den Einfluss von König Eirik. Und da er schon Einfluss 5 hat, und ich finde das sehr wenig, wollte ich nicht, dass es noch weniger wird. Ich bin noch überlegen, was ich mit der mache, ob ich den später vielleicht irgendwie töte oder was gibt es denn? Ach, kriegt er noch mehr Einfluss, um Gottes Willen. So, und Kittil, unser Erbe, hat letztendlich einen Sohn bekommen, der heißt Ulf. Schöner Name für einen Wikinger, passt. Nimm mal. So. Dann habe ich das auch noch erzählt. Die Rebellion ist dort. 4 Einheiten, wir haben die Siedlung verloren. Na ja, gut. Wenn wir die eingenommen haben, können wir ja hier wieder aufs Wasser und dann halt die wieder niederschlagen. Weil meinen Sohn hole ich jetzt da aus dem Norden nicht runter. Der soll da mal schön bleiben. Und wir haben kein Korn mehr. Korn hat sich verbraucht. Ich weiß gar nicht mehr, wie viel Korn wir hatten, aber es waren, glaube ich, noch 20, 30 Korn locker. Verweist ihre Nachkommen. So, na, die Einheiten verbrauchen halt Korn. Verdammt, hat man über... Ja, 210 Einheiten und genau 210 durch Gebäude und Charaktere nehmen wir ein. Da
Das ist nicht gut. Ja, wir müssen ja eh noch warten wegen einem Belagerungsturm. Ich gucke nochmal rein, aber... Ach ne, den Belagerungsturm haben wir schon, aber wir haben immer noch keinen Vorteil. Ein Belagerungsturm nehme ich nochmal. Sie sollen verrecken! Frühling greifen wir an. In der Zeit nochmal ein Schluck Cappuccino. Ja, und die Schotten dürfen nicht aus dem Blick verlieren. Nicht, dass die doch hier mit irgendeiner Armee aufkreuzen. Wo wir können ja mal ein paar Runden warten. Und dann versuchen wir mit den Schotten Frieden zu schließen. Und erklären dafür Stratklut, die hier die Ländereien daneben haben, den Krieg. Und wieder eine Fraktion vernichtet. Eine eurer Armeen hat keine Vorräte mehr. Sorgt für Nachschub, bevor ihre Stärke wegen Fahnenflucht gemindert wird. Greift an! What? Das ist mir neu. Armeeversorgung. Armeen müssen versorgt werden, damit sie effektiv funktionieren können. Eine Armee, der die Versorgung ausgeht, wird unter Fahnenflucht leiden, hat sie ja gesagt. In Armeefenster der ausgewählten Armee kann die Armeeversorgung eingesehen werden. Schaut euch den Tooltip an, um die entsprechenden Faktoren zu sehen. Eine Armee kann ihre Vorräte auf unter eurer Kontrolle stehendes Territorium auffüllen. Darum war mein Korn leer. Hm? Muss aber außerhalb des eigenen Territoriums auf Lager oder Plünderung zurückgreifen. Ja. Kack die Wand an. Greift an! Macht natürlich Sinn. Ah, das ist das hier. Das ist die Versorgung. Das heißt, unser Sohnemann. Wir schwören treuen dich. Ketil, genau, der hat hier voll. Wie viel sieht man das? Drei Gebäude? Hm, irgendwie nicht. Vielleicht war auch der Wert für 100 Korn. Ich weiß es nicht. So, ja. Die kriegen sich. Schlag zu! So, jetzt haben alle auch erstens wahrscheinlich... Ich kann jetzt hier eh nicht mehr stehen bleiben. Winter hat uns genagt. Alle sind beschädigt. Oder wir haben Einheiten verloren. Männer verloren. 120 gab es ja gerade in der Meldung. Hier. 140 sogar. Uiuiui. Wir haben keine Nahrung mehr. Das heißt, wir müssen kämpfen. Kämpfen. Und wir machen es manuell. So. Endlich eine Schlacht. Und das noch vor Eiriks Ableben. 49 Jahre. Ich bin mal gespannt, wie alt die werden. Ah, lecker. Der Kaputt schmeckt heute. Nochmal einen Schluck und dann ist er weg. So, er hat einmal hier Plänker. Oder Plänker, wie man die aussprechen mag. Also Speerwerfer. Sagen wir es einfach so, kann man das aussprechen. Er hat Bogenschützen, Axtkämpfer, Schwertkämpfer. Wahrscheinlich auch ein bisschen besser, die Einheiten. Und das sieht so nach zwei einfachen Speerkämpfern aus, haben aber alle Schild. Hm. Auf jeden Fall 3. 6, 7 nur. Ah ja, es war keine Garnison. Es ist ja die Armee von der Stadt. Da war ja keiner zusätzlich drin, Gott sei Dank. So. Achso, da oben ist der Punkt, den wir einnehmen müssen. Regen, 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 Regen haben wir. Nehmen wir. Aufstellung starten. Weil wenn wir mit unserem Bogenschützen draufstehen... Ach, das sind zwei Punkte, die wir einnehmen müssen. Wahrscheinlich einmal den Punkt. Und einmal den Punkt. So. Hm. Ja.
Nehmen wir den. Greifen wir von da an. Die Mauer ist mir zu lang. So. Ruhm und Beute. Erstmal alles weg. So. Was ist denn was hier? Von Odin auserwählt. Das Gefecht wartet. Axtkämpfer. Nehmt eure Befehle. Ich pack die mal im Wald. Ich weiß noch nicht, ob das Sinn macht. Weil die Bogenschützen haben letztes Mal auch enttäuscht. Und, weiß ich nicht, ob ich die jetzt da... Schwertkämpfer! Die packen wir auch mal in den Wald rein. Das heißt, die sind ja nicht sichtbar. In einer Formationsgruppe halten Einheiten ihren relativen Abstand, wenn sie gemeinsam bewegt werden. Andernfalls verlieren sie ihre aktuelle Formation, sobald sie sich bewegen. So, dann spulen wir das ein bisschen vor. Ach, wohl, komm, wir machen zum Abflug! Und dann spulen wir noch ein bisschen vor. Dauert natürlich ein bisschen, bis die Belagerungstürme da sind. Ich meine, meine Infanterie hat jetzt einen weiten Weg, aber vielleicht kriegen sie weniger Schaden, weil sie ja nicht drum rumstehen und quasi hier von den Türmen beschossen werden. Mann, oh Mann, da machen die aber einen Umweg. Ja. So, jetzt würde ich sagen, machen wir schon mal. Nee, nicht beeilen. Ihr könnt alle gehen. Kein Stress. So, du kannst auch gehen. Der erste Belagerungsturm ist gleich da. Und rein da, Männer! Zerhackstücke die! Ach, hier ist ja gleich ein Wald. Das heißt, andere können da gnadenlos eingreifen. Ist nicht so wie bei so einem Mittelalterspiel, wo du eine Mauer hast und nur die Leute auf der Mauer können kämpfen. So, Rambok ist an der Mauer. Ups, falsch rum. Was macht ihr, Jungs? Rammt das Ding! Rammt! Was habt ihr vor, Jungs? Axtkämpfer! Rammeln! Hm, ich habe keine Ahnung, was die machen. Ich hätte doch meine Leute. Ach, kann ich nicht da hochschicken? Ein bisschen doof. Ja, jetzt haben wir natürlich folgendes Problem. Die hier sind quasi ganz alleine. So, zweite Leute. Ja. What? Oh, der Rambok ist kaputt. Axtkämpfer. Rein da. So. Attacke. General wird angegriffen. Ja, muss man mit leben. Kavallerie! Vorwärts! Nennt eure Befehle! Schlagt sie! Wo ist die Schlacht? Macht sie nieder! Bogenschützen! Was ist das da überhaupt? Speerträger? Ah, die lassen wir fast tot. Ach nee, komm. Zack, da drauf. Jungs, wo rennt ihr hin? Da ist die Mauer auf. Achso, der rennt weg. Hier, Attacke. Männer
Ulgar wurden besiegt. Sie verlassen das Schlachtfeld. Nehmt sie aus. Schnapp sie. Speerkämpfer. Sie sollen verrecken. Rückzug. Welche Worte wie Rückzug? Das ist ja wohl erbärmlich. Zerschlagen wir die Belagerung. Zum Sieg! Wir haben die Tore eingenommen! Super, dann schießen die schon mal nicht mehr. Praktisch, dass sie gleich kaputt gehen. So, Kavallerie. Nehmt sie aus! Wo ist die Schlacht? Nehmt sie aus! Haben die noch Einheiten in der Rückhand? Na, sieht nicht so aus. Schwertkämpfer! So, bitte hierher. Zieht das Tempo an! Besteigt die Mauern! Zur Schlacht bereit! Sie sollen verrecken! Wir sind mit Zeit! Eieiei! Schwertkämpfer! Bogenschützen, Feuer! Seht ihr, sie fliehen vor unserer Macht! Kavallerie! Noch Kraft! Wenn, falls ihr vorbeikommt, wäre cool. Der Feind flieht! Axtkämpfer! Bogenschützen könnten mal aufhören zu schießen. Lauft nur, ihr Feiglinge! Kavallerie! Die Kavallerie wollen sich den ganzen Tag mit der Schlacht verbringen. Reitet mal durch. Die paar Leute müssten ja so noch hinkriegen. Sind doch quasi umzingelt. Genau, sammeln, Moral steigern. Einverstanden. Die kämpfen gar nicht mehr, die sind schon auf der Flucht. Clean. Ihr dürft wieder schießen. Also quasi gleich, wenn sie rauslaufen. Ihr dürft euch schon mal hier näher ranformieren. Ah, ihr macht das schon. Und dann viel Spaß. So, wir nehmen den Punkt ein. Ja. Wie viel Leben noch da? 4? 7? 11 Mann? Aber ihr dürft ruhig hinterherlaufen und töten, das ist kein Problem. Ach, der eine hat keine Munition mehr. Dann nicht. So, ich glaube, ich spule mal ein bisschen vor. Wir müssen, glaube ich, nur quasi den Punkt einnehmen. Oh, ich liege falsch. Kavallerie, wir können Rosse antreiben. Dann mal hier hin, da könnten aber vielleicht noch Einheiten sie verstecken. Nehmt eure Befehle. Ihr dürft Spaß haben. Nehmt eure Befehle. Die lasse ich nochmal zurück, falls da die anderen kommen. Euch ziehen wir mal weiter. Seht ihr, sie fliehen vor unserer Macht. Falls nämlich hier doch noch mehr sind. Oder ist es nicht beendet, weil die noch leben? Der Feind hat die Flucht der Bogenschützen. Geschosse abfeuern. Schwung mal ein bisschen vor. Ach, habe ich doch alle Nahkämpfer genommen oder was? Ach, da ist der General. Verdammte Axt. Darum nicht.
Lauf weg. Unsere Männer haben klein beigegeben. Feiglinge. Hat er Kavallerie? Ach Mann, oh Mann. Sperrkämpfer. So, der hat jetzt eine Reitereinheit rausgenommen. Ja, das war dumm. Jetzt beschießen wir noch ein bisschen mit Pfeilen oder Speere, aber macht nicht so Sinn. Ich spule mal vor. Derzeit verlieren wir den Punkt. Super gemacht. Toll. Da hätte ich vorher gucken sollen. Oh, ich hätte sie irgendwie in der Nähe positionieren müssen. Ich habe mir schon gedacht, dass da oben noch einer ist. Mann, meine komplette Kavallerieeinheit aufgerieben. Ja, Kavallerie nicht, aber Plänker halten. Oder Kundschafter. Plänkler. Ja, dann haut die mal da kaputt. Nahaufnahme. Ja, ihr dürft mal von hinten kommen. Ach ne, ihr nicht. Ihr bleibt mal weg. Zur Schlacht bereit. Los, schneller. Bereit euch. So. Wir erobern einen Siegpunkt. Ja, das ist jetzt nicht so wichtig. Ach, die sind schon drin. Na gut. Und jetzt schön von hinten. Jetzt haben wir sie quasi eingekreist. Jetzt dürfte keiner überleben. Das Gefecht wartet. Ach, das war's schon? Ja, so schnell haben wir sie niedergemacht. Die fallen wie die Fliegen. Guck an. Fast sekündlich stirbt einer. Ja. Also, war jetzt kein Supersieg. Ja, ich glaube, hier, die haben wir komplett verloren. Laufen mal komplett mit der Kavallerie in den Nahkampf. Also sind ja keine leichte Kavallerie und die laufen gegen Piken rein. Das muss so gewesen sein. Der hat bestimmt eine Formation gehabt und wir laufen geradewegs in den Turm. Und schenken ihnen somit meine Kavallerie, oder meine Kundschafter. So. Zwei Einheiten verloren. Wir besetzen. So, Sammler, Versammlungsort. Höherer Einsatz. Der Ausgang dieses Krieges ist ungewiss. Euer Thing versammelt sich und entscheidet, dass ein gewagter, entscheidender Schlag ausgeführt werden muss, um eure Gegner zu entmutigen. Zieht eure Truppen zusammen, führt eure Krieger ins Herz des feindlichen Territoriums, wo ihr eine Hauptsiedlung plötzlich und ungestüm überfallen solltet. Mission abgebrochen. Ach, die hatten wir ja, glaube ich. Überfällt die folgende Region. Ach, überfallen. Verdammt, habe ich vergessen. Egal. Tod ist tot. Da müsste auch der Feind tot sein. Ach, der hat noch seine Armee. Gut, aber den greifen wir jetzt eh nicht an. Wir haben keine Bewegungspunkte mehr. Im Gegenteil, wir können hier nochmal ganz kurz. Lagerungszeit. Hier geben wir nochmal Streiter. Ja. Dann will ich hier nochmal rekrutieren. Den einen nur. Genau, mehr Korn haben wir nicht. Dann haben wir ja eh Frühling und ja, die Runde ist quasi beendet. Was haben wir denn hier?
Ach, das gucke ich mir später mal an. Ich würde sagen, das Video geht schon 30 Minuten. Ist ein guter Zeitpunkt für eine Pause. Und ja, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Die Schlacht hat euch auch Spaß gemacht, hoffentlich. Genauso wie mir. Und ja, ich hoffe, ihr schaltet wieder ein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.